Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Show, der Tech Show rund um Gadgets, Linux, Open Source und Co. Und ich habe natürlich wieder jede Menge interessanter, spannender Themen für euch vorbereitet. Diesmal soll es um ein Thema in Sachen Audio gehen. Ich habe ja jahrelang schon meinen Zoom H1 hier immer als Audiogerät empfohlen für die Leute, die mit dem Podcasten anfangen wollen oder die einfach mal Interviews machen wollen und damit was aufnehmen wollen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ist das fürs Jahr 2018 wirklich immer noch das Gerät, was ich empfehlen würde? Oder gibt es mittlerweile nicht auch Konkurrenz, die ein bisschen aufgeholt oder sogar überholt hat? Und wo ich sagen würde, nach 4-5 Jahren, wo das Gerät auf dem Markt ist, gibt es da nicht schon etwas? Natürlich, es gibt auch den Nachfolger, den H1N, die neue Version davon im Grunde genommen. Aber gibt es nicht auch etwas, was vielleicht noch in der gleichen Kategorie reinpassen könnte? Ein bisschen was kleiner und handlicher ist. Dafür halt eben aber auch vielleicht ein bisschen was mehr an Funktionalität mit sich bringt. Und dort habe ich mir den Sony ICD UX560 herausgesucht. So sieht das gute Stück aus. Ihr seht schon direkt, wenn ich die beiden nebeneinander halte, also der Größenunterschied ist wirklich gigantisch, muss man ganz ehrlich sagen. Die Dicke, die Höhe, die Breite, das ist alles wirklich... Na gut, die Breite vielleicht nicht. Das ist alles wirklich ein großer Unterschied, muss man ganz ehrlich zugeben, an der ganzen Geschichte. Und ich möchte euch diesen UX560 tatsächlich ein bisschen was genauer vorstellen. Und dazu gehen wir auch mal auf die Detailkamera, die jetzt hoffentlich auch aufnimmt und das Ganze ein bisschen was näher zeigen kann. Wir sehen hier natürlich die Hauptfunktionalität. Erst einmal Mikrofonöffnungen an der Front neben dem Display. Wir sehen die Buttons zur Aufnahme, zum Stoppen. Wir haben auch die Möglichkeit zu pausieren. Ein Steuerkreuz, eine Play-Taste, die auch als OK-Taste dient. Ein Zurückknopf, eine T-Mark-Taste und eine Optionstaste. Wir haben auf der Oberseite auch Öffnungen für Mikrofon. Also hier sind die zwei Mikrofone eingebaut. Wir haben aber auch die Anschlussmöglichkeiten für ein externes Mikrofon, falls ihr so ein Lavalier-Mikrofon benutzen wollt, wie ich jetzt hier. Und es gibt auch einen Kopfhörerausgang, weil das Gerät eignet sich auch als Musikplayer eventuell. Falls ihr MP3-Dateien oder sowas abspielen wollt, oder irgendwie Musik hören wollt, könnt ihr das eben auch mit diesem Kopfhöreranschluss machen. Ansonsten eben diese zwei Mikrofone anders angebracht als beim Zoom H1. Beim Zoom H1 sehen wir, haben wir die in XY-Stellung in so einem Rollkäfig quasi drin. Der Rollkäfig ist so breit, dass man sogar das Ganze so hinlegen kann und das liegt dann halt eben auf diesem Käfig und nicht auf den Mikrofon selbst, sodass die Mikrofone frei sind. Aber die sind halt nach links, nach rechts und nehmen halt anders auf als hier, wo eben nach oben und hier aufgenommen werden kann. Das hat ein paar Vorteile zusammen mit der Software, aber dazu kommen wir gleich noch einmal. Schauen wir uns erstmal die Seite an. Hier haben wir den typischen An- und Ausschaltknopf, den man hier sehen kann. Das ist so ein Slider-Mechanismus. Wenn ich runterschiebe, muss ich ein bisschen was gedrückt halten, damit das Gerät angeht. Und ich kann natürlich auch auf Hold gehen. Dann werden alle Tastendrücke hier vorne, ihr seht das auch schon, sagt auch direkt Hold, ist sogar angegangen, werden dann eben auch nicht mehr registriert. Da kann ich also nichts verstellen aus Versehen. Es gibt eine Volume-Taste, die für die Ausgangslautstärke des kleinen Mini-Lautsprechers, der sich hier auf der Rückseite befindet, da sehen wir den, genutzt werden kann. Dieser Lautsprecher ist Murks, den kann man komplett vergessen. Also ich habe schon gedacht, dass dieser Lautsprecher auf der Unterseite des Zoom H1 schon Mist ist. Aber ich weiß gar nicht, ob man die Löcher hier sehen kann. So. Aber das ist hier, das ist noch eine Nummer stärker bei dem hier. Also das ist wirklich nur... Sprache kann man damit gut verstehen, aber Musik solltet ihr da tunlichst vergessen. Nutzt lieber dafür den Kopfhörerausgang, um zu prüfen, ob euer Sound gut aufgenommen worden ist. Dann gibt es hier noch eine Besonderheit. Hier steht USB und das ist auch so ein Flip-Schalter. Dann, wenn ich den hier anfange zu flippen, werdet ihr sehen, dass hier diese Tür sich öffnet und tatsächlich ein USB-Teil rausfährt. Das ist schon der erste große Vorteil im Vergleich zum Zoom. Beim Zoom brauche ich ja... Wo ist es? Hier. Da habe ich einen USB-Kabel, in dem Fall Mini-USB-Kabel, was ich hier anstecken muss, was ich immer bei mir haben muss, wenn ich irgendwie das Teil anschließen möchte an dem PC. Hier ist der USB-Anschluss schon direkt eingebaut, also eine sehr tolle Geschichte, wie ich finde. Und auch dank dieses Mechanismus kann ich hier einfach das zurücksliden
Und dann slidet das rein, die Tür geht zu, sodass halt eben auch kein Staub sich hier verfangen kann. Sehr schöne Geschichte, wie ich finde, einer der großen Vorteile dieses Gerätes. So, angemacht habe ich es schon, wie ihr hier seht. Machen wir es nochmal aus. Goodbye, oder was steht da? Auf Wiedersehen. Schauen wir uns die andere Seite an. Hier sehen wir erst einmal nichts. Da ist aber eine kleine Door, eine kleine Tür. Und wenn man die öffnet, kann man dort eben auch, steht es auch auf der Rückseite drauf, Micro-SD-Karten reinpacken. Das ist also das gleiche Format, was auch der Zoom H1 verwendet. Und beim Zoom H1 kommt, glaube ich, 2 GB mit dabei. Das Tolle ist aber, diese Micro-SD-Karte ist optional, weil das Gerät selber auch die Möglichkeit hat, bereits schon Aufnahmen zu machen, einen internen Speicher von 4 GB besitzt. Und im Vergleich dazu, ich hole mal meinen Zoom H1, ich glaube, ich habe in diesem Zoom H1 immer noch die Standardkarte drin, die mitgeliefert wurde mit dem Zoom H1. So sieht die aus. Und wenn ich mich nicht irre, sind das sogar diese 2 GB, die mitgeliefert worden sind. Steht leider nicht drauf oder ich sehe es nicht. Auf jeden Fall ist es halt ganz, ganz wenig und es reicht mir vollkommen aus. Die paar Jahre hat das vollkommen ohne Probleme funktioniert. Deshalb finde ich das eine gute Sache. Habt ihr schon einen großen Vorteil. Ihr könnt auf eine Micro-SD-Karte hier verzichten. Habt aber die Möglichkeit, das natürlich auch einzusetzen. Aber 4 GB interner Speicher sind schon eine ganze Menge, selbst für Wave-Aufnahmen. Wir sehen hier so einen kleinen Standfuß. Das hat technische Gründe. Das ist so eine, ist nicht Gummi, sondern das ist tatsächlich... Ist das Gummi? Nein, das ist Plastik. Aber man kann das Ganze dann natürlich auch so hinlegen, dann auf einen Tisch oder sowas, ohne großartige Probleme zu haben. Das hat also eine kleine Erhebung, sodass eben das Mikrofon nicht direkt auf dem Tisch liegt oder die Mikrofone. Ja, dann die Unterseite, da habe ich auch schon gezeigt. Auf der Oberseite habe ich auch schon gezeigt, gibt es die ganzen Anschlüsse. Schauen wir uns das Gerät mal ein bisschen was genauer an, wenn man das Ganze tatsächlich auch einschaltet und was für Vorteile und Nachteile es eventuell hat. Wenn man es einschaltet, geht es jetzt hier, gehen wir mal zurück auf den Home-Modus, so, haben wir schon mal ein OLED-Display, was natürlich eine schöne Geschichte ist. Es leuchtet viel heller, ist im Dunkeln viel besser sichtbar und also im Vergleich zum Zoom H1 und man kann es halt immer gut ablesen. Wir haben die Standardfunktionalität, wir können mit den Navigationstasten links und rechts navigieren und mit der mittleren Taste, der Play-Taste, dann in eine Option reingehen. Wir können uns aufgenommene Dateien zum Beispiel anzeigen lassen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier nach neuesten Aufnahmen zu suchen, nach Aufnahmedatumssuche oder nach Szenensuche oder durch Ordner suchen. Wir gehen auf die neueste Aufnahme und dann hört ihr eine Aufnahme von mir, wie ich versucht habe, ein bisschen was Piano zu spielen bzw. auf meinem Keyboard rumzuspielen, eine Weihnachtsmusik. Kann das Ganze natürlich stoppen. Ich sehe auch ein paar Informationen auf dem Display. Erstmal die Ausschlagsanzeige natürlich, wie viel dB auch wird auch angezeigt, wie viel dB gerade bei dem Ton oder bei dem, was ich gerade abgespielt habe, angezeigt wird. Der Dateiname wird angezeigt, die Länge des Stückes wird angezeigt, der Akkustand wird angezeigt und dass das Ganze in einem Ordner rumliegt. Ich kann natürlich dann auch wieder zurückgehen und habe da weitere, ich habe auch natürlich, ganz vergessen, natürlich auch noch weitere Optionen. Wenn ich hier unten auf die Optionstaste gehe, habe ich immer noch weitere Optionen, die eingeblendet werden können. So gibt es dann hier die Möglichkeit zum Beispiel, was steht da als erstes? Wiedergabemodus, ja. Klare Stimme, das ist also für die Leute, die Stimmen aufgenommen haben wollen und die besser verstehen wollen. Da gibt es Filter, die drüber gelegt werden können, um die Stimmen zu verbessern. Es gibt Effekte, die draufgelegt werden können. Zum Beispiel kann ich hier dann verschiedene Equalizer-Effekte anschalten, wie zum Beispiel Pop, Rock, Jazz, Bass 1, Bass 2 oder kundenspezifisch. Und da kann ich reingehen und dann kann ich hier meinen Equalizer selber einstellen. Das ist die Option, die ich sehr schön finde, weil die einem ermöglicht, tatsächlich dann auch das Ganze als Musikplayer zu verwenden, weil ich halt eben da auch einen Equalizer drin habe, wie beim Smartphone oder so. Dann gibt es hier noch Easy Search. Da habe ich also die Möglichkeit, auch zu einer bestimmten Zeit hineinzuspringen, wenn ich einen längeren Podcast aufgenommen habe beispielsweise oder mir einen Podcast anhören möchte. Ich habe die Möglichkeit, den Wiedergabemodus zu ändern. Zum Beispiel kann ich hier dann auch, wie bei einem Musikplayer auswählen, normal wiederholen, mit verschiedenen Möglichkeiten und Zufallswiedergabe zu starten. Gerade auch wieder bei Musik sehr, sehr wichtig.
Ich kann die Datei löschen. Ich habe die Möglichkeit, die Datei zu schützen extra, also einen Schutz anzulegen, Titelmarkierungsliste anzulegen, Titelmarkierungen zu löschen, das Stück zu teilen an verschiedenen Stellen oder die Datei zu verschieben oder sogar den Dateinamen zu ändern und mir natürlich die Dateiinformationen anzeigen zu lassen, wann die Datei aufgenommen worden ist und so weiter und so fort, mit welchem Profil das Ganze aufgenommen worden ist. Und da kommen wir dann auch wieder zu einem weiteren Feature. Ich lasse mal hier Back länger gedrückt, um zu Home zu kommen, kommen wir zur Aufnahme der eigentlichen wichtigen Geschichte. Wenn wir hier drin sind, haben wir die Option, erst einmal zu sehen, was für einen Ausschlag wir haben. Ihr seht, wenn ich in Aufnahme reingehe, gibt es erstmal keinen Ausschlag. Ich muss dazu die Rekordtaste schon drücken, um irgendwas zu sehen. Das hat einen kleinen Nachteil, weil beim Zoom H1 wird das direkt, wenn ich es anmache, angezeigt. Dann gibt es ansonsten noch eben die Möglichkeit, hier zu sehen, in welchem Profil ich mich gerade befinde. Und was die Aufnahmedauer angeht, das Format angeht und wie viele Stunden ich jetzt hier noch aufnehmen kann. 3 Stunden habt ihr gesehen, ist der Speicherplatz eben noch frei. Ja, um jetzt die Einstellungen ändern zu können, gehen wir wieder natürlich auf die Optionstaste hier unten und haben dann die Möglichkeit zu sehen, erstmal Aufnahmeinfos anzeigen zu lassen. Wir haben die Möglichkeit, den Aufnahmeordner zu wählen. Wir können Ordner erstellen für unsere Aufnahmen. Auch wunderbares Feature, wie ich finde, um das Ganze besser sortieren zu können. Wenn wir beispielsweise eine Aufnahme von einem bestimmten Event machen wollen, packen wir das vielleicht alles in einen Ordner, können das später schneller und besser auslesen. Das Display flackert jetzt so ein bisschen, fällt mir gerade auf. Das liegt an der Aufnahme des Gerätes. Also es ist 50 Bilder pro Sekunde sind hier eingestellt, beziehungsweise ein Fünftel als Verschlusszeit. Und das ist bei OLEDs wohl nicht so der Fall, dass das gut aussieht. Wir haben dann die Szenenauswahl. Da kommen wir schon zu einer Besonderheit. So kann ich hier verschiedene Szenen auswählen. Diese Szenen haben auch natürlich dann einen sehr großen Einfluss darauf, was jetzt voreingestellt wird. Also ich hatte hier jetzt eingestellt Interview. Das ist das, was ich für gut erachte. Das heißt, diese Geschichten werden eher von vorne nicht so sehr beachtet, sondern das, wo der Sound aufgenommen wird, ist eher hier, weil ich das wie ein Mikrofon in der Hand halte und dann Leute damit interviewe. Das ist die Option, die ich empfehlen würde für Podcasting. Das funktioniert am allerbesten. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, Sprachnotizen zu machen. Und da ist es wohl auch so, dass die vorderen Lautsprecher dann verwendet werden, weil man das Ganze auf dem Tisch legt und dann natürlich eine Sprachnotiz machen möchte. Dann gibt es natürlich, ups, zurück. Dann gibt es natürlich auch noch Vorlesungen beispielsweise, also für Studenten ziemlich wichtig, wenn man in einer großen Sitzung sitzt und man den Vortragenden aufnehmen möchte. Dann werden die Mikrofone natürlich auch sehr empfindlich eingestellt, weil man natürlich nicht immer ganz vorne sitzt. Dann gibt es noch Besprechungen, dann wird halt eben surroundmäßig versucht, alles Mögliche aufzuzeichnen, was eben diese Mikrofone aufzeichnen können. Das sind ziemlich hochsensible Mikrofone, das funktioniert also ziemlich gut, was eine Besprechung angeht. Und dann gibt es natürlich noch die Autosprachaufnahme, die versucht zu erkennen, was ihr gerade macht. Würde ich nicht so sehr empfehlen, würde ich mal sagen. Außer ihr seid sehr unsicher, was ihr für eine Aufnahmesituation jetzt gerade habt, dann könnte ich das vielleicht doch empfehlen. Wir können aber auch die Szenenauswahl komplett ausschalten, falls wir die nicht haben wollen. Die Szenenauswahl kann aber auch manuell eingestellt werden. Da gibt es meine Szene 1 und meine Szene 2, die ich benutzen kann. Ich habe aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Musik aufzunehmen. Dann werden komplett andere Einstellungen direkt konfiguriert. Sanfte Musik habe ich zum Beispiel für die Aufnahme verwendet, als ich mein Keyboard-Spielen aufgenommen habe. Und das hat dann die richtigen Einstellungen dann schon getroffen. Und Interview. Wenn wir jetzt in Interview hineingehen, wir sind jetzt schon im Interview, sagen erstmal nein, wir wollen die aktuelle Einstellung nicht speichern, sehen wir, verändern sich so ein bisschen ein paar Sachen. Zum Beispiel hat sich hier das Ganze in MP3 128K verändert. Das ist natürlich für eine Interviewsituation ausreichend in Sachen Qualität. Falls ihr das aber nicht haben wollt, könnt ihr natürlich, habt ihr immer die Möglichkeit, das zu ändern. Wir sehen hier ein kleines Mikrofonsymbol mit 2 Balken. Das heißt, wir haben ein Mikrofon mit einer mittleren Sensibilität. Die können wir auch einstellen, wenn wir wieder in die Optionen reingehen. Dann werden wir sehen, dass wir dort neben der Szenenauswahl auch noch eine Aufnahmeverzögerung haben. Also das ist für ein paar Sekunden, falls ihr da einfach warten wollt. Und einen Aufnahmemodus. Wenn wir dort reingehen, können wir erstens die Qualität nochmal festlegen. Ich mag da lieber PCM 44.100 Hertz aufzunehmen mit 16 Bit. Das ist übrigens der kleine Nachteil im Vergleich zum Zoom H1. Der kann 24 Bit.
bittig aufnehmen und ich glaube sogar 48 Kilohertz aufnehmen und der hier halt eben ein bisschen was schlechter, aber für einen Podcast oder für etwas, was auf YouTube komprimiert wird, ist das sowieso vollkommen ausreichend. Aber Wave würde ich trotzdem empfehlen aufzunehmen. Da kann man hinterher besser bearbeiten. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, das Empfang eingegebene Mikro. Ich weiß nicht, was das für eine Abkürzung sein soll am Ende, aber wenn wir es da draufklicken, können wir die Mikros einstellen, die Sensibilität der Mikros einstellen. Erstmal für Sprache oder für Musik. Sehr, sehr wichtig, falls ihr Sprache aufnehmen wollt, wählt hier Sprache. Wenn ihr da draufklickt, kriegt ihr dann die Option auszuwählen, was ihr haben wollt. Hier seht ihr dann auch den Kegel in einer ja, guten Darstellung, wie das Ganze aufgenommen wird. Bei eben der Interviewsituation sieht es so aus, dass es bis zu drei Sprechern sein können oder sogar ein bisschen was mehr. Ihr seht diesen Kegel, wie das Gerät aufnimmt und es nimmt in mittlerer Qualität auf. Ihr seht, es gibt Pfeile, die angezeigt werden. Das heißt, ich kann auch nach unten gehen und sagen, okay, ich möchte in niedrigerer Sensibilität des Mikrofons aufnehmen, aber auch immer noch so bis zu drei Leute. Oder ich kann natürlich auch hochgehen, dann wird natürlich die Sensibilität höher eingestellt. Aber ich kann auch nach links und rechts gehen. Bei Mittel zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte nur den Fokus haben, nur in der Mitte. Das heißt, ich möchte seitlich nicht so sehr auch mit aufgenommen werden. Und das ist das, was ich standardmäßig wähle, wenn ich alleine in das Mikrofon rein spreche. Selbst wenn ich die Interviewsituation habe und jemand anders soll eine Antwort geben, dann werde ich natürlich das Mikrofon zu ihm halten und er wird dann dort reinsprechen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Mittlerer Fokus ist eigentlich in Ordnung. Ansonsten könnt ihr natürlich hier auch hochgehen, wobei das natürlich auch ja, Hintergrundgeräusche aufnehmen könnte. Oder wenn ihr das ganz nah an eurem Mund haltet, dann eventuell dann auch auf niedrigeren Fokus eingehen. Ansonsten gibt es noch die breite Aufnahmesituation, das ist tatsächlich dafür gedacht, ihr legt das Gerät einfach flach auf den Boden oder auf den Tisch und ihr nehmt dann halt, was weiß ich, ein Gespräch auf. Das ist dann auch eher für die Konferenz und so weiter gedacht. Ihr könnt das hier aber auch individuell einstellen, wie ihr es eben haben wollt. Und dann kommen wir wieder zurück zu der anderen Einstellung. Also ich wähle jetzt hier mal, wählen wir mal niedrig Fokus aus. Und habe das dann jetzt eingestellt und ihr seht das hier dann auch an den Symbolen, dass das dann auch angezeigt wird, was ich gerade eingestellt habe. Mikrofon auf niedrig einbalken und F für fokussiert. Und Interviewsituation, da sehen wir das Symbol auch. Das Ganze ist gerade pausiert, beziehungsweise gestoppt, nicht pausiert. Und ja, wenn ich jetzt eine Aufnahme starten möchte, klicke ich einfach auf den Aufnahme-Button und muss jetzt meinen Mund irgendwie davor kriegen, um eine Aufnahme zu starten. So, und jetzt kann man auch die Ausschläge schon sehen. Wir sehen auch in dB, wie das Ganze aufgenommen wird. Ich bin jetzt ein bisschen was weit weg. Wir sehen hier oben blinkt es rot, um mir zu signalisieren, dass die Aufnahme jetzt gerade läuft. Sie ist allerdings pausiert, weil wir sehen hier, es blinkt und es ist nichts am Laufen. Das ist so die Option, wenn ihr doppelt hier drauf tippt, die ich gerne verwende, wenn ich hier tatsächlich ein Signal mithilfe eben dieser, erst einmal um zu testen, wie meine Tonqualität ist in dB und zum anderen natürlich, um zu sehen, wenn ich mein Signal durchleiten möchte, hier über den Ausgang zum Beispiel an ein Mikrofon, was an einem Rechner hängt oder an einer Soundkarte im Rechner, weil dieses Gerät trotz dieses genialen USB-Schachtes eben nur als Datenträger erkannt wird und leider nicht als USB-Mikrofon. Das heißt, ihr braucht, wenn ihr das als USB-Mikrofon irgendwie verwenden wollt oder als Mikrofon für den PC verwenden wollt, braucht ihr tatsächlich dann noch eben diesen Audioausgang, sowie eventuell noch eine USB-Soundkarte oder ein Mixer oder sowas. Das haben die meisten, die aber einen Podcast aufnehmen wollen, sowieso. Zumindest habt ihr einen Line-In-Eingang an eurem Rechner. Ihr seht jetzt auch, die Aufnahme läuft quasi schon oder ist jetzt pausiert, aber das Display ist ausgegangen, um natürlich ein bisschen was Akku zu sparen. Im Gegensatz zu dem Zoom H1 finden wir nämlich hier keine Möglichkeit, eine Batterie reinzupacken, sondern hier ist ein Akku drin. Akku hat natürlich den Vorteil, man kann das Ganze wieder aufladen. Natürlich kann man beim Zoom H1 auch eine Batterie verwenden, die wieder aufladbar ist. Aber dieser Akku hält deutlich länger durch. Na klar, ist ein neuerer Rekorder, man hat die Technik verfeinert, verbessert. Natürlich kann der länger durchhalten. Hier sind Aufnahmen von 48 Stunden, 24 Stunden, keinerlei Probleme. Also da habt ihr die Möglichkeit, tatsächlich ziemlich lange aufzunehmen. Kommt natürlich immer drauf an, was für eine Qualität ihr dann das Ganze aufnehmen wollt. Wenn ihr das Ganze stoppen wollt, drückt ihr auf Stopp und dann ist das Ganze gestoppt. Jetzt in dem Fall, selbst bei den 0 Sekunden, hat er tatsächlich, wenn ich mich nicht komplett irre, ne, hat er nicht. Okay.
Wenn ihr es also schafft, bei 0 Sekunden zu stoppen, dann legt er auch noch nicht mal eine Datei an, für wenn ihr dann Stopp drückt. Was natürlich auch eine tolle Geschichte ist, wie ich finde. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir mal zurückgehen hier, bin jetzt im Aufnahmemodus, gehen wir nochmal zurück zum, in der Dateimodus, gehen wir nochmal zurück zur Aufnahme. Wir haben natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dann auch die Aufnahmeverzögerung, glaube ich, so einzustellen, dass eben, lasst mich mal schauen, also hier natürlich dann auch eine Verzögerung stattfindet. Und nee, da gibt es keine Möglichkeit zu sagen, okay, erst beim zweiten Record drücken soll die Aufnahme funktionieren. Das wäre vielleicht auch eine tolle Geschichte. Vielleicht habe ich es auch noch nicht entdeckt. Es gibt natürlich auch noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, falls ich das Mikrofon hier für oben verwenden möchte, externe Einstellungsmöglichkeiten zu benutzen. Dazu muss ich natürlich hier was eingestellt haben, eingesteckt haben und kann dann sagen, okay, bei Audio In möchte ich eben erstmal das verwenden, sage ich ja und dann wird eben über die externe Geschichte aufgenommen. Und ich kann natürlich dann auch nochmal separat für den externen Eingang habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, hier sieht man es auch, hier hat man es kurz gesehen, dann die Empfangseigenschaften einzustellen, also für Sprache, für Musik, da kommen wir also wieder zu der Geschichte. So. Also das sind so die Einstellungs- und Optionsmöglichkeiten, die das Gerät ziemlich besonders machen aus meiner Sicht. Und natürlich gibt es auch Aufnahmefilter und die können zum Beispiel hier in dem Fall seht ihr ein Noise Cut machen oder auch ein Low Cut machen, je nachdem, was ihr braucht. Bei Interviewsituationen wird eben dieser Noise Cut gemacht. So, gehen wir mal zurück. Ich glaube, jetzt sind wir komplett durch. Ja, man kann natürlich Dateien löschen. Wir haben auch VOR. Das ist eine Voice-Command-Geschichte. Das heißt, das kann man einschalten und dann kann man einfach sagen, Aufnahme starten oder so etwas ähnliches. Und dann wird auch noch eine Aufnahme gestartet. Ist eine Spielerei, aber natürlich, wenn ihr in der Band seid oder sowas und das Gerät einfach irgendwo hingelegt habt oder so, dann etwas weiter weg ist und die Aufnahmetaste nicht drücken könnt oder niemand anders sie drücken kann, dann ist das vielleicht eine nützliche Geschichte. So, wenn wir nochmal zurückgehen, dann werde ich euch nochmal zeigen, das Ganze kann sich auch als Musikplayer gut behaupten. Es hat eine eigene Kategorie dafür, Musik, und dort hat man wie bei einem iPod-ähnlichen die Möglichkeit, hier nach Album, nach Interpret, nach Songs oder nach Ordnern zu suchen und alle Songs anzeigen zu lassen. Und da kann ich dann zum Beispiel irgendwie was abspielen, was ich jetzt hier drauf habe. Ein bisschen was klassische Musik. Und dann hört man eventuell auch im Hintergrund, ich halte das vielleicht mal näher am Mikrofon, die grausige Qualität dieses kleinen, mickrigen Lautsprechers, also der wirklich nicht wirklich gut klingt, aber zumindest ist einer vorhanden. Ja, und da habe ich natürlich auch die Möglichkeiten, hier jetzt verschiedene Sachen zu machen, Effekte zu benutzen, eine Easy Search zu verwenden, bei Podcasts beispielsweise den Wiedergabemodus zu wechseln, den Wiedergabebereich zu wählen, bei Podcasts wieder nützlich. Und zahlreiche Effekte auch hinzuzufügen. Effekte, da sehen wir hier, haben wir verschiedene Möglichkeiten, die wir hier benutzen können. Also das lässt sich auch als Musikplayer verwenden, hat also damit eine noch weitere Qualität im Vergleich, einen Qualitätsgewinn im Vergleich zum Zoom H1. Uhrzeit wird uns auch angezeigt, wie wir sehen können in dem Hauptmenü. Und Einstellungsmöglichkeiten gibt es natürlich auch einige. Da haben wir die Aufnahmeeinstellungen, die wir hier nochmal einstellen können. Aufnahmefilter und so weiter und so fort. Das kennen wir alles schon. Das ist also nichts Großartiges Neues. Wir haben die Möglichkeit, nochmal die Wiedergabeeinstellungen zu machen und allgemeine Einstellungen. Dazu zählen halt eben zum Beispiel LED. Was passieren soll, soll das LED ein sein? Display Off Time lässt sich einstellen. Ein Signalton lässt sich einstellen. Die Sprache, Datum, Zeit, Ausschalttimer, automatisches Abschalten lässt sich einstellen. Und natürlich zurücksetzen und verfügbare Aufnahmedauer. Aufrufdauer lässt sich hier einstellen und dann seht ihr Aufnahmedauer 3 Stunden 24 auf dem 4 GB USB-Stick in diesem Format, was ich jetzt hier habe. Das sollte vollkommen ausreichend sein. Wenn ich ansonsten was anderes brauche, packe ich eine MicroSD-Karte noch rein oder ich setze das Format einfach ein bisschen was runter. Haben wir auch gesehen, gibt es auch gute MP3-Formate. Systeminformationen gibt es hier auch nochmal. Da seht ihr nochmal die Versionsnummer. Ich weiß nicht, ob es ECD UX560.
Die Firmware-Version, die lässt sich natürlich auch eventuell aktualisieren, wobei ich relativ sicher bin, dass Sony da keine Firmware-Update rausgehauen hat. Ja, und dann lässt sich hier nochmal zurück zum letzten Programm gehen. In dem Fall ist es zur Wiedergabe. Ja, das ist im Grunde genommen fast schon alles, was ich hier euch zeigen kann und zeigen möchte von diesem kleinen Schätzchen. Und mittlerweile ist es auch was dunkler geworden, das habt ihr vielleicht gemerkt. Und im Hintergrund sieht man dann wunderbar meinen Tannenbaum erscheinen. Und ich glaube, der Fokus hat Probleme, mich im Fokus zu behalten. Das Gerät ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert aus meiner Sicht, weil das Gerät tatsächlich im Vergleich zum Zoom H1 viele, viele Funktionen mit sich bringt, die der Zoom H1 so nicht hat. Wir haben Mikrofoneingang, wir haben die Möglichkeit, Kopfhörerausgang zu benutzen, wir haben ein eigenes Sound, das kann auch als MP3-Player dienen. Wir haben dieses wunderbar eingebaute USB-Gedönse, damit ich es überall anschließen kann. Ich brauche nie ein Kabel rumschleppen. Es wird mitgeliefert, natürlich auch, ohne dass man extra ein Kit kaufen möchte, so eine kleine Tasche, wo ich das Ganze reinstecken kann. Und das ist sogar so genial gemacht, dass ich das Ganze hier auch in der Tasche dann bedienen kann, weil die Mikrofone... Komm, fokussiere. Auf jeden Fall, die Mikrofone sind, die gucken raus. Das sieht er, ja, jetzt sieht man es. Die gucken raus und auch die Anschlüsse sind oben angebracht, sodass ich das Ganze hier drin lassen kann und weiterhin bedienen kann, auch ja, ungefähr bedienen kann, die Knöpfe. Von der Qualität her ist das für den etwa gleichen Preis wie der Zoom H1, der Fokus ganz weg, ist das hier, fühlt sich nach Plastik an, es knarzt und quietscht in allen möglichen Ecken und Enden, hier nicht. Also hier fühlt es sich tatsächlich etwas höherwertig an, obwohl der Preis mit etwa 100 Euro genauso viel ist wie beim Zoom H1. Der Zoom H1 hat aber natürlich ein paar Vorteile. Man muss nicht ins Menü gehen, hat hier Knöpfe. Das heißt physikalische Knöpfe zum Einstellen der Qualität, MP3 oder Wave, Low-Cut-Filter und sowas ist alles drin. Hat hier Knöpfe für die Lautstärke, hat auch Knöpfe für die Eingangslautstärke. Hier sieht man es. Und das hat der hier nicht, sondern der hat halt eben nur die Möglichkeit, die Lautstärke für eben den Audioausgang zu verwenden, was so ein bisschen natürlich blöd ist, dass man da die Eingangslautstärke, die kann man nur halt eben in hoch, mittel oder niedrig einstellen und dazu muss man ins Menü reingehen und bei den Szenen eben was anderes auswählen. Das ist halt eben so das Problem an der ganzen Geschichte. Ansonsten ist das ein ziemlich guter Player, den ich empfehlen kann. Also falls ihr euch entscheiden möchtet zwischen dem Zoom H1 und dem Sony UX560, ICD UX560, dann würde ich euch tatsächlich mal empfehlen, auch mal beim Sony vorbeizuschauen. Falls ihr natürlich aber auch eine USB-Soundkarte haben wollt mit gutem Audio, da ist das Audio ein bisschen was besser, glaube ich, bei dem Zoom H1 im Vergleich zum Sony. Aber merkt den Unterschied? Ich werde mal eine Testaufnahme dranhängen und werde mal eine Testaufnahme vielleicht auch direkt gleich machen. Und dann werdet ihr sehen, ob ihr einen Unterschied hört oder nicht. Und fangen vielleicht direkt an mit dem Zoom H1, solange der Akku noch läuft und funktioniert. Wie sieht das aus mit der Aufnahme? Aufnahme läuft noch, ziemlich gut. Okay, Zoom H1 Testaufnahme. So, und das ist eine Aufnahme mit dem Zoom H1, den ich jetzt hier vor meinem Gesicht halte. Und das ist so die Soundqualität, die ihr erwarten könnt. Natürlich abzüglich der YouTube-Kompression und so weiter und so fort. Aber vielleicht mal im Vergleich zu der Aufnahme, die ich mit meinem Lavalier-Mikrofon gemacht habe. So, und jetzt die gleiche Aufnahme mit dem... was habe ich hier eingestellt? Das letzte... Fokussiert und niedrig, okay. So, und das ist eine Aufnahme mit dem Sony ICD UX560 und auch mal im Vergleich zum Zoom H1 zu hören, wie das Ganze sich anhört in dieser Interviewsituation, das Interviewszenario mit niedrigster Lautstärke fürs Mikrofon, niedrigste Empfindlichkeit fürs Mikrofon. Da sollte die Lautstärke doch noch immer ordentlich sein und dank des standardmäßig eingebauten Popfilters und Popschutzes sollte es da auch keinerlei Probleme mit dem geben, was ich hier gerade aufgenommen habe. So, jetzt kann man sich das Ganze anhören. So, und das ist eine Aufnahme mit dem Sony ICD UX5. Das hört sich, glaube ich, in Ordnung an und vielleicht werdet ihr auch keinen Unterschied hören. Also
Die sind ziemlich, ziemlich gut. Und ja, der große Vorteil von dem Sony ist natürlich dann auch noch die Handlichkeit im Vergleich zum Zoom H1. So, dann sind wir jetzt aber wirklich durch. Das war's für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht, bei mir ist es noch ein bisschen was weihnachtlich. Und es wird schon düster, so düster, dass das Gekrissel einfach nervig wird, glaube ich, langsam. Und ich ein bisschen was zu dunkel aussehe. Das war's für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Habt noch eine schöne Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.